Und jetzt sind wir in die Part 2 von dem mit Formen experimentieren und wir werden dann einfach Details weitermachen. Zum Beispiel, hier ist der erste Fisch. Und dann. Kann man hier ein bisschen mehr radieren. Vielleicht muss man, nicht vielleicht, aber eigentlich sollte man. Und hier. Und hier sind die. Und hier, wo die Kreise geschnitten sind, können wir nur die zwei halten. Die anderen können radieren. Genau, das ist die Runde. Und dann ist es auch hier das Gleiche. So, Mama, das war runter, das ist kleiner. Genau. Zack, zack. Und das gleiche auch hier vielleicht. Alle dreieckig. So, das sind wir weiter. Hier ist die dreieckig und einfach so. Und hier, wo wir waren, einfach radieren. Genau. Das können wir vielleicht auch ein bisschen runder machen, wie ihr wollt. Aber ihr weißt schon dein Prinzip. Und dann ist es nur eine viereckige, eine kleine süßes. Vielleicht können wir mehr radieren. Und hier können wir. Genau. Und hier können wir nur eine machen und den Rest. Wenn man mit. Genau. So haben wir. Drei verschiedene Fische. Eine ist ganz niedlich und der andere ist die dreieckige. Es ist mehr Gefahr oder mehr Dynamik und der andere es ist mehr starker. So sieht man so stark. So. Dann bis nächste Video. Ich wünsche euch was Schönes und ganz farbesfroh, liebe Kunsthaube.